sah nicht sehr schön aus. Das glaube ich nicht. Ich war gerade mal kurz vom Fernseher abgelenkt. Also Frauentausch ist ja auch wirklich der letzte Rotz, so, ne? Aha. Aber diesmal ist halt eine Frau mit eigenem Haus und funktionierendem Haushalt und allem so eine Trödelfamilie gekommen, weißt du, so, kommst du heute nicht, kommst du morgen, du stinkst, du bist ekelig. Und die Tauschmutter hat das Jugendamt alarmiert, denen sind die Kinder weggenommen worden. Oh. War alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Ja. Ich frag mich immer, warum meldet man sich für Frauentausch? Ach, Jackie und ich haben da auch schon mal drüber nachgedacht. Dass ihr, ihr beide tauscht euch aus. Ja, ja. Aber, sagen. Warum meldet man sich? Also damals hat man sich für Frauentausch angemeldet, weil es 2.500 Euro gab. Oh. Das ist ein bei Grund. Bei den neuen Frauentauschfolgen ist es wohl, dass du eine Reise gewinnen kannst, plus irgendeine Summe XY, die du bekommst für die Teilnahme. Toll. Eine Reise. Die man gewinnen kann. Ja, die Zuschauer bestimmt. Ah, toll. Welche der beiden Familien am Ende. Naja, wahrscheinlich die mit der funktionierenden, denn die andere ist keine Familie mehr. Ja, gut, das ist eine alte Folge gewesen. Ach so. Aber wenn ich doch weiß, ich kriege mein Scheißleben nicht in den Griff und meine das Familie... Das sehen diese Menschen nicht. Ach so. Ich bin blind dafür. Für sie ist die Welt in Ordnung, so wie sie ist. Alles ist toll. So, die haben im Prinzip zwei kleine Kinder gehabt, 1 und 3, und mussten halt gewickelt werden. Und die Tauschmutter hat halt mehrere Ausschläge beim Wickeln gesehen. Und ja, das muss auch einer Mutter und einem Vater auffallen, verdammte Scheiße, so blind kann ich nicht sein. Ja. So, ich glaube, angehoben haben wir jetzt alles. Tauschmutti, die halt da in dieser Kopffamilie kam, fing, als sie das Haus angeguckt hat, erstmal an zu heulen, weil sie die Kinder niemals sehen kann. Dachte, ey, das kann jeder. Das ist so ein Arschhuck. Verstehst du? Mhm. Also, ich kann Kinder rumheulen oder ich kann halt was tun. Jetzt ist sowohl die Kinder, das ist ja alles gerade so in einem Ohr. Einfach in Zug geschrieben nach Hause gefahren. Ich bin jetzt mal gespannt, vielleicht. Naja, ich würde auch nach Hause fahren, wenn das Kind weggenommen wird. Das also. Weiß ich ja nicht. Oh. Jetzt kommt sie dann halt gleich nach Hause. Die Tauschmutter sitzt ja dann noch. Oma. So, wieder da. Ja, ja. Ja, ja. Aber als Bestandsälteste hat sie allen recht dazu. Bei mir persönlich dann wahrscheinlich schon wieder auf den Sack gehen würde jeden Tag, aber. Hier hat sonst niemand, mit dem sie reden kann. Doch, viele Nachbarn, über die sie sich regelmäßig auf. Ja, aber über die regt sie sich nur immer auf. Sie will ja keinen Kontakt. Vor allem, weil die ja alle schon so alt sind und bald eh sterben und. Sie die älteste von denen ist, hat sie mitgekriegt? Ja. Aber du, ihre letzten Freunde, die sie dort im Haus hatte, sind inzwischen alle schon tot und die waren zum Teil 20 Jahre jünger als sie. Ja gut, da deine Oma irgendwie einfach noch lange leben möchte, steht jetzt außer Frage. Das Problem an der Sache ist, Oma denkt sich dann, ja, wenn die dann sterben, dann kommen die Kinder von denen und dann klingeln sie bei ihr und dann wollen sie dann auch noch Geld für die Beerdigung und dann muss sie dann was geben. Ja, man gibt ja dann so einen Briefumschlag zur Beerdigung mit ein bisschen Geld drin. Tut man. Normal, ja. Kenn ich nicht, nein.
zumindest also der heutigen Zeit, wo du den Sterbefall versichert bist. Ja, aber ich sag mal so, die Beerdigung meines Vaters hat mir 500 Euro eingebracht. Nimmt man natürlich dankend an in dem Moment. Natürlich. So, ich muss mir das jetzt da mal eben ganz kurz angucken. Guck du. Und erzähl dann. Das heißt, sie hört uns jetzt wahrscheinlich nicht zu und wir können in Frieden über Dina lästern. Mir fällt nichts ein. Wenn euch was einfällt, schreibt es in die Kommentare. Denkt dran, Dina hört ja gerade nicht zu. Das heißt, ihr könnt es jetzt ruhig in die Kommentare schreiben. Ja, da. Nämlich ein Invisible Block. Nee. Hier muss der sein. Da. Das ist doch mehr Fläche, als ich angenommen hatte. Nämlich im Lage. Müssen auch immer im Weg stehen. So, damit haben wir auch erstmal genug Dreck wieder. Wir müssen ja auch noch Land erschaffen. Hier lang. Ich habe gedacht, das wird heute eine halbe Stunde mit den Pyramiden bauen und dann sind wir durch und das ist gut. Arschkarte. Nächste Woche mal die November-Folge rendern. Dienstag. Dann sehe ich auch schon mal, wie weit wir sind. Ich schätze mal, so Mitte Dezember sind wir inzwischen schon. Das heißt, es passt thematisch eigentlich alles sehr gut. Ein dummes Stück Scheiße. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Haben wir alle gehört. Ist aber nicht schlimm. Ich sag Schlimmeres. Kommt nach Hause, ihre Kinder sind vom Jugendamt weggenommen worden. Ja. Gibt ihrem Freund, der nicht der Vater der Kinder ist, und so nett ist, sie bei sich und ne, mit den Kindern bei sich wohnen zu lassen. Mhm. Schuld, weil er macht ja die Pampers. Toll. Also, dann sagt er ihr, pass auf, du kannst dich ab morgen bei Frau XY treffen, dann wird, ne, werden Gespräche geführt, dann wird geguckt, wann du zu deinen Kindern kannst, wann du sie sehen kannst. Ja. Da rastet die völlig aus, knallt die Tür zu.
Wieso rastet die Dann da? hat er ihr gesagt, pass auf, weißt du was, verschwinde, wohnst hier nicht mehr, ich will das nicht mehr. Wo willst du mich denn hinschicken? Auf der Straße? Sagt er, ist mir scheißegal, wo du bleibst, verpiss dich, ne? Ja. Da tickt die völlig aus. Und geht. Und knallt die Tür zu und ist weg. Und also, krank. Wie gut, dass solche Sachen geskriptet sind. Ja, so extrem nicht. Meinst du? Ich meine, RTL hat mal einen Hund getötet für den Lieblingshund der Tochter für die, wie hieß sie nochmal, die Supernanny. Damit dort mehr Drama reinkommt, das wird nachgewiesen. Deshalb wurde die Serie abgesetzt. Aber ich also glaube, also trau solche alles Zustände, zu. Ja, du, ich traue dem Fernseher auch alles zu, aber ich glaube, solche Zustände, das sind keine Schauspieler. Verstehst du? Also schlechte Schauspieler erkennst du sofort. Guck dir Menschen im Brennpunkt an. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Das ist wirklich, da wird immer was vorgegeben sein. Zum Beispiel, wenn es klingelt und die wissen genau, es kommt diese Videobotschaft, gucken die immer wie blöd nach links und rechts. Dabei ist klar, dass das die Videobotschaft ist, die auf dem Boden liegt. Natürlich ist da auch was, ne? Ja, ja. Hinter. Aber ich glaube nicht, dass so Sachen wie Jugendamt kommt und nimmt die Kinder weg und so geskriptet. Ich traue aber RTL auch zu, dass sie einfach mal hingehen und den Kindern irgendwie mit Brennnesseln einen Ausschlag verursachen. Nee, das für die glaube ich nicht. Doch, ich traue es RTL wirklich zu. Mein Kind hat mir was zu essen gemacht, ich hole mal eben noch ein... Alter, sofort ist er da. Oh, ja. Kennst du das, wenn du so aufgehst, hast du dann die ganze Zeit durch? Ja. So, jetzt. Meistens krieg ich dann Krampf im Rücken. Wie ist eigentlich eure Meinung zu dem Thema? Traut ihr RTL das zu, den Kindern dann Ausschlag zu verpassen, nur um für mehr Drama in der Folge zu sorgen? Also für mich steht eigentlich fest, das wäre genau RTL-Stil. Vor allem, man muss ja auch sagen, RTL ist unter Druck. Das klassische Fernsehen wird immer mehr von den neuen Medien verdrängt. Zurück. Also wenn ich demnächst mal Langeweile habe, kann ich mal wieder eine Fläche vorbereiten. Ich dachte ja, mit dieser Fläche, die ich jetzt hatte, würde ich lange hinkommen. Ja, oh, Arsch gerade. So, hier vorne würde ich jetzt auch sagen, lassen wir der Natur ihren Lauf. Wochen. Kochen? Wochen nach WN hast du die Kinder wiedergekriegt? Ja. Aber wahrscheinlich mit Auflagen. Ja. Feuer und Eis. Ja. So Infos gibt's dann halt dann noch im Nachgang. Verstehst du? Deswegen. Hm. Und es war ein Hefe, also ein Pilz, den die Kinder hatten. Das passiert bei solchen Dingen schon mal. So ein Milchpilz.
Der hat aber normalerweise Stadium 1. Dann gehst du damit zum Arzt. Salbe dagegen. Für Mund und Puppe. Und dann ist das wieder in Ordnung. Das war aber leider schon Stadium 2. Hm. Naja. Wenn sie noch ein bisschen länger gewartet hätten, könnten sie mit dem Körbchen über die Kinder gehen und Pilze ernten. So ungefähr. Mist, ein Kabel mehr. Oh, sind wir hier eigentlich? Sehe ich nicht. Egal. Oh, warum müssen hier eigentlich ständig Creeper stehen? Also wollen wir hier nächstes Jahr auch ein selbstsortierendes Lager bauen. Tina. Redet nicht mehr mit mir. Ach so, du hast den Mund voll, sag das doch. Sag das aber am besten so, dass man, dass du nichts mit vollem Mund sagst, wenn du den Mund voll hast. Weil dann versteht man dich nicht. Okay. Dann lange machen wir hier den Alleinunterhalter. Die hat aber dadurch echt was gelernt. Wirklich? Hm. Anders gefragt, du glaubst wirklich dran? Aber für die Kamera hat sie draus gelernt. Ja, ja. Ein mich in den Schlaf. Ist einfach 10 Minuten, nachdem ich ins Bett ging, offline gegangen. Schäm dich, Schlafstreamer. Ganz böse gewesen. Ja. War ich ein bisschen knatschig? Piss ihn an. Hab ihn mal gehört. Du schläfst noch nicht, mach weiter. Ich glaube, sowas hört man als Streamer natürlich auch gern. Du streamst mich in den Schlaf. Seiner ganzen Art und Weise. So eine Rüdi-Stimme. Nee, noch ruhiger. Oh Gott. Wirklich. Dem höre ich zu und denke mir so. Da vorne ist ein Baum gewachsen. Was? Oh! Ich wollte eigentlich mal meinen Müll loswerden, aber die Kisten sind alle voll mit Müll? Ich habe sogar die scheiß Halbstufen noch im. Das nächste war, was ich machen wollte. Oh ja. Mit ihrem Sohn verbindet sie ein himmlisches Band. Da weiß ich schon, was das für eine Folge wird, ey. Wie gibt's davon noch eine Folge? Volksverdummung, die zweite. Mhm. Ich weiß schon, warum ich kein Fernsehen mehr gucke, außer 2 Wochen im Jahr. Für je 1 Stunde am Tag. Weil du auch halt im Internet gucken könntest, ne? TV Now? Ja. Ja. Aber wozu habe ich dann die Satellitenschüssel, wenn ich sie gar nicht nutze? Ein spirituelles Energiezentrum hat sich die Familie da eingerichtet. Oh. Oui.
Spinner. Wir haben im Übrigen keine Fackeln, um das unten drunter auszuleuchten, ne? Wo du? Ich hab eine Eingebung vom Engel bekommen. Au, 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 au. Jawohl! Mach das aus, das tut doch weh. Wenn du das halt wirklich mit diesem ironischen Hintergrund nehmen kannst, wie ich das tue, weil, ne? Davon nicht verblöden lasse, sondern... Das Engelszimmer zeigt sie gerade. Jawohl! Solche Menschen haben doch den Schuss nicht gehört und gehen damit dann noch ins Fernsehen. War da eine, die sagt, die gefällt dir? Jeder wie er mag. Jeder woran er glaubt, ne? Ja, aber doch nicht im Fernsehen. Warum nicht? Muss ich doch nicht gleich vor den Massen blamieren. Menschen sind glücklich mit ihrer Überzeugung. Ah ja. Wenn sie hilft, an Engel zu glauben, dann lass sie doch. Ich weiß nicht, das Fernsehen sollte religionsneutral sein. Gerade in solchen Sendungen, wer weiß, wer sich da jetzt angesteckt fühlt. Ich meine, solche dummen Sendungen werden von dummen Menschen geguckt und dumme Menschen sind leicht zu beeinflussen. Hey. Hi, Tina. Ja, vielleicht bist du diese 1%-Regel. Schlimmer sein als Engel. Sie könnten einen von der AfD überzeugten Menschen dort hinstellen. Ja? Das wäre noch schlimmer. Können wir nicht eigentlich mal wieder Fernsehen machen, das die Leute bildet, anstatt sie weiter in den Abgrund zu stoßen? Wäre nur so eine Idee von mir. In der Folge davor meinte halt auch, ne? Jeden Abend Nachrichten gucken. Vor Bildung. Das sind unsere Kinder, das sind mir auch immer die Liebsten. Ja. Also die einen haben Engelfetisch, die anderen Katzenfetisch. Nee, das sind ein und die gleichen. Achso, das sind ein und die gleichen. Macht's nicht gerade besser. Nein. Das ist unsere Wohnung, unser perfekter Ort. So. Weiß jetzt Bescheid. Zelda sagt, seitdem ich mit in deinen Folgen bin, ist das für ihn so ein Podcast. Einfach laufen lassen und abschalten. Wow. Er guckt meine Folgen? Ja. Dann abends sogar eine von dem Stream laufen lassen. Wow. Dann podcasten wir weiter fröhlich vor uns hin. Jupp. Ja, jetzt auch nichts Negatives, gar nicht. Weißt du, ich wollte ja immer für meine spielerischen Fähigkeiten gelobt werden. Und dass das jetzt zu einem, dass man mir jetzt sagt, das ist wie ein Podcast, wo man quasi nur zuhört und das Spielerische gar nicht wahrnimmt, ist schon irgendwie traurig. Naja, Schnucki, ganz ehrlich, was haben wir denn so Tolles gemacht in der Zeit, seitdem ich jetzt mitspiele? Na gut. Aber es ist halt, guckt euch hier um, was hier alles entstanden ist. Ja, das bewundern ja auch alle. Das ist... Aber wenn du halt dann 4 Folgen hochlädst
wo wir im Prinzip nur in der Mine stehen und quatschen, dann ist es ein Podcast. Hm. Verstehst du? Mhm. Naja, dann ist es halt ein Podcast. Hast du dich jetzt mal mit diesem Guinness-Antrag auseinandergesetzt? Na, noch nicht. In dem Moment, wo es Geld kostet, war ich raus. Ich weiß ja gar nicht, ob es Geld kostet. Ja. Ich lese es mir mal durch. So, ist wieder einer fertig. Yay. Aber ich weiß nicht, ist wirklich das längste Minecraft-Let's Play es wert, ins Guinness-Buch zu kommen? Ich meine, ich habe eine hohe Achtung vor diesem Buch und vor dieser Institution und ich finde, das ist, was ich hier mache, ist... Oh, versuch's doch einfach. Einfach lapidar und diesem Buch nicht würdig. Oh, versuch's doch einfach. Na gut, ja. Mehr als nein sagen, oh, können nein. Sie nicht. Nein, 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 ihr fangt jetzt hier nicht an zu bohren im Haus. Brav. An Let's Play aufzunehmen, irgend so ein Depp hier fängt an zu bohren. Außerdem ist da noch diese unbekannte Variable, die ich noch ausrechnen muss. Ich meine, so ein Eintrag in so einem Buch, wenn das wirklich veröffentlicht wird, ist natürlich auch der negative Effekt daraus, der dann entsteht. Welcher negative Effekt? Wesentlich mehr Menschen, die wesentlich mehr von mir wollen. Halt nicht wie du. Ich habe meine Nische, ich fühle mich damit wohl mit meinen 20, 30 Zuschauern. Ja, auch mit meinen 5, 6 Zuschauern wohl. Aber ich habe halt auch kein Problem damit, ob da noch 3 Nullen dranhängen oder nicht. Ja, du bist da ambitionierter. Überleg mal, wenn da jetzt 3 Nullen dranhängen. Dann wäre ich endlich Partner. Ja, aber du kommst dann, ab diesem Moment kommst du einfach nicht mehr zum Spielen dann. Doch, tu ich. Weil du nur noch am, Fragen beantworten bist. Nein. Ich werde weiter spielen. Immer. Weil ich habe angefangen zu streamen, weil ich gerne spiele. Na gut. Punkt. Also du bist halt jemand, der gerne auf alle Fragen eingeht. Und bei 3... ich kommuniziere gerne. Und wenn ich Fragen mal nicht beantworte, dann haben die Leute Pech gehabt. Und das werde ich auch immer ganz klar dazu sagen. Wenn das irgendwann wirklich so viele oder so hohe Zahlen stehen werden, werde ich den Leuten sagen, pass auf Leute, ich kann nicht auf jede Frage eingehen, weil dann komme ich nicht mehr zum Spielen. Und Not. Weil ich spielen will. Mit euch zu quatschen, sondern ich streame das. Natürlich kann man sich auch mal hinsetzen und einfach eine Stunde Just Chatting machen. So wie gestern mit den Nägeln. Naja. Ein Ding. Aber im Großen und Ganzen bin ich eine Streamerin des Spiels und nicht der Konversation. Also mich würde das einfach stressen, wenn dieser Chat da dauerhaft läuft. Ja, ja, ich komme. Wie bei den großen Streamern. Ich muss sagen, das wäre absolut nichts für mich. Das wäre ein Horrorszenario für mich. Wenn dieser Chat da runterrattert und du kommst gar nicht dazu, irgendwas zu lesen. Aber da ist ja jeder anders. Kannst du mich näher für die Fackeln rufen, wenn ich noch rauskomme? Kannst dann theoretisch da hinten gleich weiterbauen. Da habe ich schon wieder für 3 Stück die Fläche fertig. Mhm.